Ich wurde gerade angeschrieben und habe gesagt, sinngemäß ja hier, ich bin gerade nicht der Einzige, der mitliest. Oh, wie peinlich. Aber das ist hier eh bekannt, Buddy schreibt mir auch ständig Herzchen. Wobei, mit Buddy schwule ich mich ja auch in der Aufnahme direkt an, wenn er. Wir haben letztens, ich glaube, da warst du nicht bei. Da kam Buddy nicht ins TS und da haben wir Lucifer gespielt. Das war bevor du dazu kamst, glaube ich. Da haben wir Lucifer geschrieben und Buddy hat die ganze Zeit irgendein Bullshit geschrieben, weil er halt nicht ins TS kommen wollte. Ich glaube, das war du mit Marcel, Buddy. Das war sehr schön. I like. Ich hab's gerade noch erwähnt, jetzt kam bei FC, sorry. Ich schreib mal NP zurück. Ist das geil? Oh, ich muss ihn noch schnell einhauen. Weil das ist eine Person, der nichts peinlich ist. Das sagt er nicht. Da, sie kommt gleich wieder. Kommt hier noch irgendwie ein Tank oder so? Scheint nicht so zu sein. Ah, jetzt hat sich, glaube ich, einer mal getraut, den anzugreifen. Ich will den nicht tanken, ich bin gerade nicht auf Tank-Skill. Ich kriege so auf die Fresse. Mit meinem Paladin Level 80, easy. Gar kein Problem. Wobei der ist mittlerweile auch retriges Skin und retrig stimmt. Aber als ich die eine Waffe noch brauchte fürs Transmog, habe ich den halt auf Tank geskillt und konnte halt mit 80 mittanken. Das ist ja auch gut, weil du kannst ja als Level 100er kannst du den 80er viel leichter hochheilen. Aber der 80er kriegt halt genauso viel Schaden wie der 100er. Zumindest prozentual. Das ist sehr witzig. Ich mache jetzt hier oben den kleinen Kristall, weil ich ein geiler Dude bin. Hey. Jetzt habe ich den Teufel jetzt aber gefüllt. Energiekristall. Ich find's schade, dass die Dämonen nicht quatschen. Können ja alle die Stimme von Bose haben, das würde mich ja nicht stören. Das ist ja witzig. Ja, was das mit Bose Stimme? Was nochmal? Ja, stell dir vor, Sagras hat Bose Stimme. Das wäre geil. Aber so, die Sagras hat quasi durchs Telefon die Stimme. Der Sagras kann ja nicht persönlich vorbeikommen. Der macht ja nur eine Skype-Konferenz mit uns quasi. Das ist ja so geil. Aber Gaslow, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ist auch ein Rapper, ne? Der sagt Tschüss. Das sagt Moneyboy, glaube ich, immer. Also ich weiß nicht, generell sagen wir das Rapper, aber ich kenne das, glaube ich, von Moneyboy. Hui. Wurdest du durch die Gegend gekickt? Was konnte er denn nochmal? Ich glaube, nichts Vernünftiges.
Ey! Achso, ich wurde auch hochgekickt. Ich hab mich gerade gewundert, weil ich hinterm Berg stand. Und ich das nicht so richtig mitbekommen. Da kommt sie. Zitat, ich schreibe im Battle dann, nichts mehr, eventuell nie wieder, ich bin nach wie vor geschockt. Okay. Wem schreibst du denn da? Hä? Das ist eine Gildenkollegin, aber die ist halt, die hat eine voll die große Fresse und der war das jetzt voll unangenehm, dass sie halt öffentlich, sage ich mal, geschrieben hat. Da ist ja nun mal alles auf Aufnahme, ne? Ich werde gerade richtig zugeflamed. Das lohnt sich. Von mir ist richtig cool drauf, die ist voll der Grammar-Nazi. Generell ist sie voll der Nazi. Das ist ein richtiger Nazi. Ich glaube, die hat eine Glatze. Wobei ich habe ihr gesagt, wenn sie ein Hipster ist, will ich mit ihr nichts zu tun haben, das hat sie verneint. Von daher Glatze und so Sidecut und Undercut. Wobei, nein, scheiße, ich bin in die Falle getappt. Ein Hipster würde nie von sich selbst behaupten, dass er ein Hipster ist. Kennst du auch das von, ich bin Hipster? Nein, ich bin kein Hipster. Frauen sind merkwürdig. Zitat, sag einfach, ich kenne ihn nicht und dass sie sowas Komisches noch nie geschrieben hätte. ich bin unterhalten. Was soll das überhaupt schon heißen? Mir wird schon was einfallen. Ich schreibe jetzt zurück, wir fühlen uns sehr unterhalten. Folgen die wirklich Spieler? Ich dachte, die fliegen einfach nur kreuz und quer. Kiste öffnen. Teufelsgeschmiedet, yay! Nicht Teufelsgeschmiedet, wie heißt das? Kriegsgeschmiedet. Teufelsgeschmiedet heißt die Rüstung. So, ab nach ins Brachland. Also wenn das noch eine Viertelstunde dauert, dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. Diese Dinger nervig. Okay, ich hab nicht despawned. Achso, sie sind immer noch da, ich bin schon halb im Brachland. Wie geil! Ich kann nicht aufmounten. Haha, brauchst du sowas wie. Er musste Nachtelf spielen und musst Schatten-Dingens anmachen. Schattengestalt? Nee. Wer ist denn das? Shadow Melt. Schattenmimik. Ist der englische Begriff, hatte ich nur drauf. Oder Schurke spielen oder Paladin. Wer kann noch den Kampf verlassen? Jetzt bist du fixiert von. Ach, fixiert ist der Debuff wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, Paladin war auch nicht ernst gemeint. Vor allem, weil ich ja jetzt weiß, dass es keinen Spaß macht, genau wie Priest. Also zumindest mir macht es keinen Spaß. Bin mir da jetzt sehr sicher.
Das Legion Café auf der Gamescom sah übrigens richtig geil aus. War aber auch extrem erfüllt, da standen die ja richtig Schlange davor. Mhm. Also Blizzard muss nicht mal ein Spiel releasen, um Schlangen zu generieren. Blizzard kann das auch einfach so. Ich grüße ihn mal von dir, ja? Mach mal. Ich sink gerade vor Scham im Boden. Das ist sehr, sehr witzig. Das ist eine, die hat so einen Umgangston wie ich. Nur bei mir kann man sich noch nicht mal mehr vorstellen, dass ich vor Scham im Boden versinken kann. Du kennst mich schon ein paar Tage. Mhm. Bin ich nicht mehr möglich. Nee, bei mir ist das auch nicht möglich. Wer ist diese Scham? Warum machst du diese? Komm mal ran, Junge. Komm mal ran! Komm mal ran! Ach, ein anderer Spieler beansprucht dieses Zielbereich. Deswegen kann ich den nicht ranziehen. Schwul. Also ich kämpfe schon. Ich darf immer noch nicht aufmuten, also ich bewege mich langsam, aber stetig voran. Ja, ich bin bei 40%, du solltest vielleicht langsam mal versuchen, den Kampf zu verlassen. Lass dich töten. Ja. Ah, geht doch. Grüßt. Boah, wo ich dich gerade rüsten höre, wir drei sind uns ja nie zu fein, aber mir ist aufgefallen, bei den Pizmeets, manche machen das nicht. Sepp zum Beispiel, der hat noch nie in der Aufnahme gerübst, glaube ich. Wo ich da am Wochenende halt nicht in Berlin war, sind wir halt auf dem Rückweg halt da angehalten bei McDonalds, die man halt früh verdient. Wusstest du, dass die da Pizmeets-Werbung gelaufen haben? Ja, die ist gesponsert von Nitrado. Das wusste ich schon. Aber warum? Worum geht's in dieser Werbung? Um Minecraft ja, wahrscheinlich. Nee, die zeigen halt alles Mögliche halt so irgendwie halt von dem Kanal halt, oder weil wie hier von diesem Truck Simulator ist da was bisschen was zu sehen, Rocket League, sowas alles. Achso, die haben so ein Best-of quasi, in Anführungsstrichen. Ja, halt so kleine Outfits halt. Das ist cool. Ja, und Nitrado hat irgendwie gesagt, ja, wir brauchen Werbegesicht. Also ich weiß die hundertprozentige Story nicht. Weil das nur ganz kurz auf Facebook erklärt wurde von Peter, glaube ich. Und die Nitrado hat gesagt, ja, die brauchen Werbegesicht, die haben Werbedeal mit McDonald's. Ob sie das dann, also ob sie quasi sie als Werbegesicht haben dürfen, dafür zeigen sie dann irgendwie Pizza mit Werbung. Peter hat gesagt, ey, wenn ihr dazu machen wollt, gerne. Also ich glaube, keiner ist dem anderen da irgendwie was schuldig. Also Nitrado hat da quasi ein Maskottchen für, eins, was eine hohe Reichweite hat. Und Pizmeet hat Geld gespart. In etwa so müsste das gewesen sein. Aber ich würde dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, so habe ich es verstanden. Boah, ich habe letztens wieder gesehen, was es so im Ausland bei McDonald's für geilen Scheiß gibt. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Es gibt irgendwas mit ganz viel Käse. Ich erinnere mich gerade spontan nicht dran, was es war, aber irgendwas, was vor Käse getrieft hat. Irgendwo im Ausland, was ich unbedingt haben will. Und es war nicht die Schweiz, sondern irgendwas, was logisch war. Irgendwie so Indonesien oder so. McCheese. Keine Ahnung. Komm mir nicht. Oder McSpaghetti gibt es auch. Das aber irgendwie in China oder so. Klar, die Chinesen sind ja bekannt für ihre Spaghetti. Das war irgendwie Mc. Dann gibt es noch irgendwas. Was ganz merkwürdiges, Mac ganz merkwürdig, keine Ahnung. Und dazu gibt es dann Ramen, das war glaube ich auch Taiwan oder so. Also es gibt halt eine Nudelsuppe, da heißt das glaube ich nicht Ramen. Das ist glaube ich nur japanisch. Ich weiß nicht, ob das so ein multinationaler Begriff ist. Ich glaube, sie ist gerade gestorben. Was? Nicht mehr, oder was? Nee, du hörst es doch, wenn mein Handy vibriert. Mein Handy macht ja so Plong.
erstmal Kiste öffnen. Handschuhe. Nicht kriegsgeschmiedet. Achso, ja, okay, Handschuhe kriegsgeschmiedet ihr nicht, weil ich behalte die von der Quest. Wobei ich sagen muss, es ist ganz schön scheiße, wenn die nicht aufgewertet wurden. So 685er Handschuhe anbehalten müssen, obwohl man schon 710er oder 720er kriegen kann. Ist schon ganz schön scheiße, aber der Effekt darauf ist geil. Gegen Dämonen. Und wir werden ja noch ein paar Dämonen bekämpfen.